da. Schauen wir mal beim Journal mal wieder, was können wir als nächstes machen. Okay, da sind wir noch nicht gut genug mit dem Ruf. Dann schauen wir, dass wir da vielleicht eine Nebenquest machen oder vielleicht eh auch wieder eine aktive Quest. Ja, das sehen wir mal sehen schon. Erkunde Welten. Okay. Tushara. Ja, ich bin aber gerade nicht aktuell dort. Dementsprechend, ich würde eher mehr schauen, dass man, wenn wir schon auf dem Planeten sind, dass wir eher das jetzt gerade mal verbinden. Ja, dann machen wir mal wieder ein bisschen Story. Auch nicht schlecht. Wird auch mal wieder Zeit. Nein, nicht einmal einmal. Nee, nicht einmal. So, ich habe eher ein bisschen zittert gehabt. Ich habe eher ein bisschen geschwitzt. Aber nee, das war einmal am nächsten Tag oder wie wenn nichts gewesen. Am nächsten Tag wie wenn nichts gewesen. Ich habe eh 3 Stunden habe ich Black Ops gestreamt. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. 1 Stunde Zombie, 1 Stunde Multiplayer und 1 Stunde oder 1,5 Stunden habe ich dann den Story-Modus gespielt gehabt. Nicht. Wie wäre nichts gewesen. Ich weiß nicht, was los war oder keine Ahnung. Vielleicht haben sie irgendwelche Probleme gehabt bei OBS, Wartungsprobleme beim Internet oder so, keine Ahnung. Kann ich da ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich auch selbst auch schon mal geschaut habe, erst, was ist bei 3 los, haben die gerade irgendwelche Störungen, weil dann kann ich es ja nachvollziehen, weißt du, was ich meine? Das kann ja nicht immer 24/7 das Internet rennen, das ist mir schon klar. Aber mich hätte es halt nur interessiert gehabt, um was es legen würde. Weil wenn ich nichts weiß, ist auch wurscht. Ich kann da aber nicht klettern, oder? Was denn? Probieren könnte man es mal. Wenn ich schon da bin. Probieren könnte man es mal, ob ich raufklettern kann. Das wäre jedenfalls mal interessant, aber ich glaube nicht, weil das zu hoch ist. Ja, das ist schon automatisch zu hoch. Ja, die verletzt sich gleich. Die ist die Urorge, Alter. Macht sich gleich selber mehr, die Alter. Bist deppert. Aha! Warte. Ah, okay. Machen schon quasi mit Absicht, dass man da nicht raufklettern kann. Ach so, da brauche ich wieder den Laser. Ach so. Also, das hat funktioniert. Mittlerweile können wir das ja. Wir haben ja ein wunderschönes Upgrade gekriegt. Ah, sehr schön, sehr schön. Darf ich halt nur nicht vergessen, dass ich auch dieses Gimmick habe. So, das kann man leicht in Vergessenheit geraten. Aber ganz, ganz leicht. Da hat ich Affe. Let's go. Und, Sigma, was machst du so Schönes? Zockst du irgendwas? Chillst du einfach nur? Und wie war dein Tag heute? Ich glaube, ich bin... Warte. Ja, das ist immer so eine Dommel-Peace-Sache. Ja, sagen wir 15 Stunden könnten hinkommen, ja. Aber ich kann damit... Ich rechne schon einmal damit, dass ich mindestens einmal 50 Stunden brauche für das Game. Nicht zum Durchspielen im Allgemeinen, sondern einfach, dass ich alles gemacht habe. Also ich werde sicher mal 50 Stunden brauchen, damit ich mal in dem ganzen Spiel einmal alles gesehen habe. Alle Herausforderungen gemacht habe. Vielleicht die Spielerwelt auf 100% gemacht habe und so weiter und so fort. So. Und du wirst jetzt... Ah, da. Da. Ja, ja, hatte ich da oben. Wichtig. Ah, okay. Ja, trotzdem Leiwand. Ja, am Montag muss man chillen. Wenn's möglich wäre, ja. Scheiße. Ja, siehst du, ist es glaube ich nicht. Ich glaube, es ist eher weniger möglich. Ja, moin. Na, aber ich sage jetzt nicht immer, dass ich zu 100% drauf aus bin, auf Platin zu spielen. Aber wenn es möglich wäre, dann würde ich es natürlich gerne machen. Dann würde ich es natürlich sehr, sehr gerne machen. Aber es geht halt nicht immer. Entweder aus zeittechnischen Gründen oder aus spieltechnischen Gründen, wie zum Beispiel bei der Casting of Frank Stone.
Ich kann mir die Platin nicht geben. Es ist mir einfach viel zu langweilig. Ich habe sogar das Spiel schon zweimal gespielt und ich hab's beim ersten Mal fand ich's okay. Man hat's mal gespielt, war in Ordnung, kann man sich geben, aber es ist halt einfach ganz leise, kleiner Freund. Kein gutes Spiel, sage ich jetzt einmal. Auf deppert gesagt. Es ist jetzt halt nicht wirklich so eine richtig geile 10 von 10 oder irgendwas. Es ist halt wirklich so, ja, du hast da mal die Story gesehen, spielst es einmal und maximal ein zweites Mal, aber auch nur dann mit einem Haver oder wenn es ein bisschen länger her ist. Damit man es vielleicht sich ein bisschen leichter geben kann. Aber ich muss schon sagen, so, das war nix. Ich habe mir da echt viel erwartet. Aber das war leider nichts. Dementsprechend. Ja. Überladen? Schießen die jetzt? Ja, na, war's nicht. Ich hab Angst. Okay, da hat jemand definitiv Angst. Oho. Hat er mal, Chef. Ja, ja, mach das auch noch. So schaut's aus. Sicher. Ich wollte gerade sagen, so sicher, dass ich da raus darf. So, wer schießt denn da jetzt schon wieder? Der da, das ist da. Okay. Wo geht das Ding bitte hin? Oder gibt's da nur zwei jetzt? Ich will jetzt noch nicht runterrutschen. Sicher, sicher. Bei The Casting of Frank Stone oder jetzt bei Star Wars Outlaws? Für die Platin. Renn einmal die. Wenn das Ding auf Kopf schießen, das wär's. Oh, das wär geil. Bei Outlaws ist es jedenfalls mal so, du musst jetzt einmal die Story durchspielen. Klassiker. Du musst. Scheiße. Warte. Gib mir nur ganz kurz, bis ich das da irgendwie so abcheckt hab. Müssen wir schauen, Alter, wo der Scheißdreck überhaupt hinführt. Aha! Jetzt sehe ich das erst. Den Scheißdreck da. Aha. Was soll nicht? Ich sehe zwar nichts, aber. Gehst mal bitte weg. Danke. Passt. So, jetzt geht's. Du musst einmal mit allen Fraktionen einmal auf gut sein. Dann gibt's natürlich so ein paar Spezialsachen, wie zum Beispiel kriege alle Fähigkeiten. Zum Beispiel, das ist das Minigame, was ich nicht so mag. Passt. Alle Fraktionen. Da musst du ein paar so Kleinigkeiten machen, wie schieße 6 Gegner mit dem Fokus-Modus gleichzeitig ab, so Kleinigkeiten, oder finde 100 Schätze, oder mach 40 Aufträge fertig, so welche Sachen halt einfach. So Sachen, wo du sagst, so ja, ist ein bisschen herausfordernd, ist auch ein bisschen wieder zeitintensiv, aber so, dass du trotzdem sagst, so könnte auf eine gewisse Art und Weise machbar sein. Dementsprechend sage ich halt immer wieder gern, wenn was machbar ist, dann ist es machbar, dann kann man es ja mal ausprobieren. Vielleicht wird es ja was, dann nicht. Aber ich muss sagen, da ist es wenigstens verkraftbar, wo ich sage, so erst macht auch ein bisschen Bock, macht auch Spaß. Kann es mir vielleicht auch 10 Stunden geben, das Spiel, aber ich gebe es mir lieber eher so in geringen Dosen, wie zum Beispiel in 2-3 Stunden. Ja, das Inka Bonga. Der will den Gleiter benutzen. Das ist mir so deppert darstellt. Wer weiß, oder vielleicht wollte es mal Gleiter fladern oder so. Man weiß ja nie. Also es gibt mehr als genug zum Tun. Ich glaube, wir können eh auch mal ganz kurz durchgehen, wenn du willst. So. 50, ja, 50 Trophäen, die können schon, die haben schon in sich. Bestich einen Imperial Officer, um gesuchte Stufe 5 aufzuheben. Ja, musst du da einfach nur ein bisschen randalieren und passt das schon. Vielleicht kannst du es auch während der Story machen oder so, man weiß ja nie.
besiege 6 Gegner gleichzeitig, heb den gesuchten Status, indem du ein Konfrontationsereignis, Todestruppler abschießt und so weiter und so fort. Sammle alle Nix-Schätze, koste sämtliche galaktische Street-Foods und so weiter und so fort. Also das Hauptthema ist eher mal, schaust du mal, dass du mal das Spiel durchspielst, schaust, dass du mit jeder Fraktion einmal auf Best Buddy warst und dann wirst du wahrscheinlich eh auch schon mindestens einmal die Hälfte der Sachen haben. Könnte aber sicher auch sehr herausfordernd auch sein. Also das kann ich mir auch schon relativ gut vorstellen, dass die ein oder andere Trophäe entweder nervig sein kann, wie Mirage oder in Assassin's... Ich glaube in Assassin's Creed Mirage war das die zweitnervigste Trophäe. Die habe ich auch auf Platin. Also den Teil. Ich glaube, das war die zweitnervigste Trophäe, was ich je mein Leben erspielt habe. What the fuck? Ich glaube, das ist jetzt ein Bug. Opala! Genau so welche Kleinigkeiten meine ich, aber ja, kann passieren. Bin hängen geblieben. Oh, gehen wir ein paar Jünglinge abschlachten, jawoll! Oh, Anakin. Oh, ein schönes Vorbild. Jedenfalls. Bei Assassin's Creed Mirage war das in dem Fall so. Zweitnervigste Trophäe, was ich jemals gemacht habe. Du musst innerhalb eines Kampfes 10 Minuten überleben. Das heißt, du musst durchgehend in einem Kampf sein und darfst den Gegner nicht töten und musst dich die ganze Zeit mit dem Typen spielen. Weißt du, wie zart? Du stehst da die ganze Zeit da, alle paar Sekunden musst du ausweichen, weil der Typ dich angreift. Nach dem 5. oder 6. Hieb bist du sowieso schon tot oder vielleicht sogar schon nach dem 4. Also da musst du dann sowieso auch noch ein bisschen zusätzlich aufpassen. Und das 10 Minuten lang. Ausweichen, abwarten, ausweichen, abwarten. Ich habe mir gedacht gehabt, oder wollt sie mich verarschen, Alter. Ich habe mir wirklich gedacht gehabt, oder wollt sie mich verarschen. Schnapp dir die Karte. Das war zart. Das hat sich richtig zart, die Trophäe. Haben wir gedacht gehabt, so, boah. Weiter so. Da bist du wirklich so da gestanden, hast du nur so gedacht gehabt, so. Und das 10 Minuten. Und du wartest. Und wartest. Und wartest. Und hast sogar schon die Zeit gestoppt. Weil wenn der Gegner nicht mehr auf dich aufmerksam geworden ist und er weggeht, wird's resettet. Wird nicht lange dauern. Also es wird einfach mal resettet. Du musst dir halt im Klaren sein. Du musst halt irgendwie schauen, dass du den Gegner die ganze Zeit so irgendwie ablenkst. Dass er quasi aufmerksam ist. Vielleicht auch mal ab und zu mal so einen Andeuterungsschlag machst und so weiter und so fort. Dass er sagt, ja okay, passt, ich gehe wieder. Auf Deppert. Also wirklich, das war richtige Zache-Trophäe. Ständig ausweichen, hi, ich bin eh noch hier, ausweichen, das. War schon ein bisschen zart, war schon echt ein bisschen zart. Und die nervigste Trophäe, die, da bin ich eigentlich sogar noch dabei, ist noch immer die von Naruto Connections. Mir fehlen eigentlich nur 3 Trophäen, die eine Trophäe kann ich locker flockig machen. Andere Trophäen kann ich eigentlich auch relativ leicht machen, das ist überhaupt kein Thema. Nur... Ah. Kann ich das... Jedenfalls bei Naruto Connections ist es halt einfach so, du bist halt wirklich die ganze Zeit am Grinden. Du musst einen Charakter auf Level 30 bringen. Weißt du, wie lange du brauchst? Ich glaube, bis zu Level 15 geht's. Da bist du relativ schnell unterwegs. Auch weil du auch noch so extra Herausforderungen hast und so weiter und so fort. Aber es wird später so dermaßen zart. Weil ich glaube, ich habe dann... Und ich bin ein relativ guter Naruto-Connection-Spieler. Also allgemein ein guter Naruto-Storm. Spieler, also will ich von mir selbst auch mich loben in der Hinsicht. Ich bin wirklich in der Hinsicht gut. Aber
selbst für mich, obwohl ich das Spiel sogar teilweise, es macht keinen Unterschied, ob du das Spiel auf schwer oder einfach spielst. Es macht überhaupt keinen Unterschied. War es dann schon so dermaßen zart. Es war dann schon so dermaßen zart, weil du eine Stunde gebraucht hast, mindestens für ein Level up. Und du musst Level 30 sein. Ja, jetzt rechne mal. Du hast drei Charaktere. Du kannst drei Charaktere gleichzeitig leveln. Der Hauptcharakter, mit dem du am meisten spielst, levelt natürlich mehr als wie die, die was nur beidseitig sind. Also die Co-Charaktere. Dementsprechend, er kriegt einmal das Doppelte. Und der andere kriegt so zwei Drittel davon. Aber dennoch, wenn ich schon eine Stunde brauche für ein Level, wir reden hier noch immer von einem Level ab. Sagen wir jetzt von Level 21 auf 22. Alter, mir kommt echt das Speiben und du bist ständig nur in diesen Kämpfen, weißt? Kannst du nicht immer sagen, du machst eine Abwechslung oder sonst was, du bist nur permanent in diesen Kämpfen und du denkst einfach nur so, sitzt du da, hast Podcast im Ohr oder vielleicht ein Video schaust da an auf YouTube oder sonst was und denkst da einfach nur so, wann ist der Scheißdreck endlich zu Ende? Da ist der Sheriff. Ich denke mal gerade, ich suche ihn die ganze Zeit. Weil das war eine Stunde für ein Level up. Ich habe mir wirklich gedacht gehabt, die haut die Entwickler nieder. Vielleicht haben sie mittlerweile ein Patch rausgebracht, wo man vielleicht schneller leveln kann. Aber trotzdem, du musstest für die Platin das bei 5 Charakteren machen. Ich habe 60 Spielstunden. 60 Spielstunden und ich habe das bis jetzt nur bei einem Charakter geschafft, dass ich auf Level 30 bin. Ich glaube, das sagt schon alles. Typen namens Hoss. Nein, ich check's auch nicht. Für mich selbst. Ist deppert. Ist richtig scheiße. Schlecht. Hab gehört, dass ihr kommt. Quint? Sada Chuba? Chitinga? Chuba, Pimonino? Oba Kuna? Kionakas Eldagi? Es ist nicht mehr. Viel Arbeit. Ich bin jetzt Sheriff Quint. Die anderen sind gerade mal Level 23. Und du musstest auch, glaube ich, noch urviele Charaktere, glaube ich, sogar noch auf Level 5 machen. Für die Titel. Er ist weg. Ich habe, glaube ich, fast zwei Drittel aller Charaktere habe ich auf Level 5. Oder auf Level 3 oder 4. Ich habe ihn eingesperrt. Aber dann ist er ausgebrochen und verschwunden. War die Mühe echt nicht wert, noch nach ihm zu suchen. Aber Oberwante Noa Tinka, Kavastufpono Nolia, Tatooine, Pataji Sanopata Kunopata, Tajaba, Amtekapa. Ihr werdet den Leuten hier nichts wegnehmen. Chituama, Nojama. Ich hätte gleich die Fokusleiste gemacht. Gleich bam, 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 bam. Und tschüss. Komm, Tantchen, lass mich spielen. Okay, war schon aufgewärmt. Spielverderberin. Ich glaube, da kommen sicher noch Freunde. Oh, super. Tolle Teamarbeit. Das war's noch nicht. Teamarbeit? Hutten sind wie Sonnenschaben. Es kommen immer noch mehr. Habe ich was verpasst? Denk immer. Legt euch nicht mit mir. Was für Teamarbeit, Lieben? Was für Teamarbeit, Alter? Oh, gib her! Tschüss, steppert die heulen aber früh aus. Achso, die falsche. Ich bin falsch im Modi. Falsch im Modi auspackt. Alles klar, Digga. Die hassen dich wirklich, oder? Man gewöhnt sich dran. Red hier in meinem Büro weiter. Komm mit. Was? Das waren ja gerade mal nur drei Haare, das ist ja die X oder was willst von mir? Gäh. Habt ihr hier oft mit denen zu na tun? Na doch, kommt da randalieren sie jetzt. Sehr nix. Was schätzt ihr sich so? Also dann passt das ja, dass du hier bist. Ich tue, was ich kann. Oh. Also wenn sie fragt, ich hab nicht in ihrer Bude gestöbert. Ich weiß nicht, ich sag's gleich, ich hab kein Zapzerab gemacht. Der Kleine war's.
So, so. Du bist also auch hinter Haus her, Kopfgeldjägerin. Nenn mich Kay und ich will nur mit ihm reden. Das ist das Letzte, was ich mit ihm machen würde. Eldring ist schon eingeschlafen. Dankbar genug, um den Gefallen zu erwidern, Sheriff? Ich sag dir, was ich den anderen Kopfgeldjägern gesagt habe. Oz wollte unser kleines Paradies hier ausrauben. Ich habe ihn bei der verlassenen Feuchtfarm gestellt. Dort hatte er sich eine Weile verkrochen. Dann fange ich da an. Beeil dich lieber. Jabba bietet viel Geld für die Ratte. Oha, okay, schon wieder anderes Game. Aha. Aha, interessant. Hoss ist geflohen. Der Sheriff meint, ich soll's bei einer Feuchtfarm versuchen. Moment. Ja, sie hat feucht gesagt. Ich schick dir die Koordinaten. Ach, der Typ hat eine Menge Feinde, wie es scheint. Das lässt sich in seiner Branche kaum vermeiden. Da bin ich jetzt aber gespannt. Na, Büste, ich muss noch über die Weltreise machen. Suchen wir nach dem Sheriff und bieten ihm ein Geschäft an. Aber hey, Dragon, was ist los? Warum kein Dying Light 2? Was ist los da, Diggi? Muss ich da wieder den Arsch drehen oder was? Du musst schon wieder werden mit mir. Musst schon wieder um ein Guthaben wetten oder was? Da gibt's wenigstens ein bisschen eine leichte Motivation. Oh, okay, verstehe ich. Ja, Klassiker Montag halt. Richtiger Montag. Richtiger Montag halt. Was Leichtes. Was Leichtes, Leute, geil. Irgendwie feiere ich gerade die Aussage. Irgendwie feiere ich sie gerade zu 100%. Irgendwas Leichtes heute. Müsste ich eigentlich die Arbeit.